Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei 2-2. Und ja, jetzt lassen wir mal Licht hier rein. Und dann, glaube ich, müssen wir das so beleuchten. Genau. Dann geht hier ein Tor auf. Und ich muss ehrlich sagen, das haben wir in der letzten Folge noch gleich getan. Das Gebiet hier sieht wieder sehr schön aus. Ich mag ja Schnee eigentlich gerade. Aber das war wiederum nicht so gut. Ja, können wir hier was wegschießen? Nein, können wir nicht. Wir können die Eisdinger wegschießen. Wow. Die Rutschpartie ist nicht so besonders toll. Hier müssen wir dringend aufpassen. Vielleicht kommen wir mit Pontius hier besser durch. Mit seinem Schild. Wieder mal vorsichtiger sein. Wow. Und ja, wir sind durch. Und wieder Goblin. Hallo. Oh, da bist du mal wieder. Na komm, ich euch plötzlich ganz grazil ohne Rücksicht auf Verluste durch. Du auch. So. Das müsste alles gewesen sein, hoffe ich mal. Ach, hier haben wir unseren Freund mal wieder, die Kanone. Okay, wo ist der Schalter für die Plattform? Den bräuchte ich nämlich. Und ja, ich finde, das sieht sehr... Da ist der Schalter, oder? Schieß. Ah. So. Sehr schön. Jetzt schießt du wieder, du blödes Ding. Und jetzt sind wir draußen. Selbst hier sieht es schön aus. Hebel benutzen. Nein, wollen wir zuerst noch nicht. Können wir wahrscheinlich auch gar nicht, weil hier nämlich was im Weg ist. Ein explodierendes Fass nämlich. Können wir den Eistopf runterschießen? Nein. Aber selbst der sieht sehr gut, sehr schön aus. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Hebel um und machen den Aufzugstart klar. Das gefällt mir nicht. Nein, Mama, ich mag dich. Ich habe keine Lust auf dich getrostet zu werden. Oh nein, müssen wir schon wieder durch eine Schmiede? Okay. Da drüben ist definitiv mal wieder ein Secret. Da Explosionsfässer, die ich jetzt noch nicht brauche. Denke ich mal. Okay, krieg das Fass da nicht durch. Habe ich schon den Brand gesteckt? Nein. Doch, habe ich. Ich denke mal, ich brauche auf der Seite auch einen Pass. Einfach aus dem Grund. Oh. Nein. Nein, ich will nicht sterben. Das als Brücke benutzen. Das Teil ist doch feuerfest, oder? Ja, ist es.
So. Jetzt flammen nochmal und ich springe hier hoch. Und da hoch. Und find das Secret. Sammlergebete. Oh, das ist ein schönes Gebet. Und das sind Goblins. Und unsere Helden. Levelaufstieg, damit können wir nicht allzu viel anfangen. Auf einem Explosivfass stehen. Wow. Du brauchst dich gar nicht so anstellen, Kumpel. Stirb einfach. Ja. Ich mag nicht. Okay, wieder letzten Checkpoint. Hallo. Ja, da unten stehst du gut. Wir allerdings nicht so. So, jetzt will ich aber den Hebel hier oben legen. Was macht der? Keine Ahnung, was der Hebel macht. Aber er wird schon was Gutes machen, hoffe ich mal. So, an die Erfahrung will ich ran. So. Nein, so hoch kommen wir leider nicht. Müssen wir wohl oder übel. Hier hoch. Hier auf dem Luftzug und gut ist. Aua. Was auch immer sich da gerade getötet hat. War nicht nett. So. Der magische Wald hat ein Menschenkönigreich weit im Westen erreicht. Sie haben eine Menge fette Schweine und leckere Schafe. Nie wieder Schnecken. Wir verstecken uns im Wald, greifen im Dunkeln an und klauen alle ihre Schweine. Und ihre Kuchen, ihr Bier und ihre Frau. Unser Bier? Okay, das ist eine Schamanenhütte. Und die klingen sehr fröhlich, die Goblins da drin. Was auch immer. Okay, für was auch immer. Ah, ja, ich verstehe, glaube ich. Kann ich das hier einhängen? Ja, kann ich theoretisch. Das bringt mir aber absolut gar nichts. Oh, warte mal. Kann ich das im Boot einhauen? Nein. Ich will die Erfahrung und ich will wieder zurück, bevor ich verbrenne. Okay, ich verstehe einigermaßen. Ach so, ja, ich kann mich einquetschen lassen. Ja, genau. So, und dann hier drüber. Und dann müssten wir auch irgendwie wieder da dran kommen. Ah, das ist wieder so ein Spielchen, aber jetzt geht erst einmal die große Erfahrung da oben ran. Und dann die beiden kleinen. So, erstmal die Kiste wieder weg.
Ja. Das war nicht so nett. So. Bauen wir uns mal eine selbst gebastelte Brücke. Da müssten wir auch an die Erfahrung rankommen. So. Das Ding da möchte ich unbedingt in meinem Schussfeld haben. Und so bin ich gestorben. Ja, erstmal die Erfahrung hier holen. Ah ja, mein Magier ist ja tot. Das ist nicht so praktisch. So, alle mal wieder beleben. Und das ganze Spiel noch mal vorne. Kann ich die nicht irgendwie ineinander pflanzen? So, dass die Lava da einfach drin bleibt. Doch, das müsste eigentlich theoretisch gehen. Na, geht eben nicht. Doch, geht. Und dann das Ganze so drehen und gut ist. Jetzt würde ich bevorzugen, wenn das Ding in die andere Richtung fährt. Und du einfach stehen bleiben. Dann tust du auch keinen Weh. So, jetzt müssen wir an dir hier rumdoktern. Wenn das Ding gar nicht dreht, oder wie? Eigentlich müssten wir es drehen können. Ach, aber hole ich das Teil von da unten. So. Das war nicht ganz richtig. Das ist auch nicht richtig. Erstmal wieder alle wiederbeleben. Das ist schon mal ein guter Anfang. Nicht noch mal die Lava fallen. Versuchen wir da einfach mal durchzukommen. Die Lava da müsste geteilt werden, also dürfen wir durch die durchschauen können. Müssen wir nur noch über die Kugeln rüberkommen und ich ignoriere die Erfahrung da mal.
Und nein, ich kann sie nicht ignorieren. Ah, jetzt sind sie schon wieder da. Hier, das Ding da. Ja, bitte am letzten Checkpoint fortsetzen. Wisst ihr was? Ich mache hier erstmal wieder einen Cut. Sobald ich auf der anderen Seite bin. Und melde mich dann wieder. Also hier. Bis gleich.